So. Okay, hier geht's also nicht raus. Ach, das ist der Haupteingang, oder? Ja, das ist der Haupteingang. Batterien. Ha. Hier kriege ich nicht. Gott sei Dank haben wir jetzt Batterien, die ich da auch gleich mal reinpacken kann. Hallo? Bin ich alleine? Ui. Also nach oben ist, glaube ich, schon mal keine gute Idee. Ich gehe jetzt hier erstmal runter. Nein, ich gehe erstmal hoch. Nein, ich gehe erstmal runter. Nein, ich gehe erstmal hoch. Floor 1. Security Room, Electric Room, Library, Regeneration Hall, Cafeteria und die Kapelle. Und da? Wie viel haben wir dann jetzt? Oh, ist voll. Also eine Batterie macht das Ganze immer ganz. Oh Gott. Gott, oh Gott. Entschuldigung, dass ich nicht so viel sage gerade, aber was soll man dazu bitte sagen? Ach, guckt mal bitte. Guckt mal dieses Lightning an. Guckt euch das mal bitte an. Das Spiel, das gibt es übrigens, wie gesagt, auf Steam zu kaufen. Kostet im Moment 18,99 €. Also rund 20 € kann man sagen. Und ist auch uncut, soweit ich das jetzt gerade auch mitbekommen habe. Ja, komm. Wow. Ah. Witness. Oh Gott. Was? The fuck? Man kann zwar auch so machen, aber auch gut. Oder was auch immer super ist, wenn man hier und dann. Hier. Hallo. Das müsst ihr mal machen, wenn ihr da irgendwie auf öffentlichen Toiletten seid. Das kommt immer super an. Ich will mal keinen weiter hier stören. Ich mache mal die Türen wieder zu. Ne? Sicherheits. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Der Freak, der ist da rein, glaube ich. Da in den Raum 125. Mach die Tür zu. Danke. Was? Nein, keine neue Batterie rein. Oder kann man die so vorrätig reinmachen? Ich glaube, die kann man auch so vorrätig reinpacken. Okay, da ist wieder was. So, warte, Moment. Okay, nochmal für den Thumbnail. Ich versuche da immer so ein paar Bilder zu sammeln schon mal, damit das dann für mich dann später nicht mehr so schwierig ist. Profitabilitätsbereich Project Wallrider. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich.
Das Profitpotenzial von Project Wallrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Project Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens Verzeihung, der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt an den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, doch eine Kombination aus chemischer und psychischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll Helen Granate oder Granat oder wie auch immer. Mirkoff Schadensabteilung. Schadensabteilung. Ah, was stand da? Fliehe aus den Nerven, benutze die Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay. Das ist aber echt gut gesagt. Schadensabteilung. So, kann man hier lesen, wer das ist? Olivier W. irgendwas. Assistant Director in Medicines. Okay, scheint wirklich eine echte Person zu sein. Ich kenne mich da leider in dem Gebiet nicht aus. Ich bin da. Ja gut, da habe ich ja schon überall reingeguckt, glaube ich, ne? Ich mache hier die Tür auch mal wieder zu. Was? Hä, wo soll ich denn dann weiter? Hä? Das war ja da. Hä? La 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 la. Oh, weg hier. Alter, Mega Jump. Also da ging es ja nicht weiter. Hier geht es nirgendwo mehr weiter ansonsten. Okay. Dann. Ha? What? Hä? Oder ist jetzt hier dann wieder der Aufzug oder hier eventuell? Nee. Ach, hier kommt man rein, oder? Nee, auch nicht. Habe ich irgendeine Tür übersehen? Ich hoffe es ja eigentlich nicht. So, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Hier genauso wenig. Ach, da ging es aber noch weiter, ne? Okay, hier ist aber. Warum hat uns die Person und dieses fette Ding da eigentlich nicht getötet, frage ich mich. Das hat uns da runtergeworfen und ich meine, warum sehen wir nicht im Endeffekt so hier aus wie der Kollege? Ich meine, gut, dann wäre das Spiel vorbei. Schon klar, aber. Ach, da geht's weiter.
Bei Leuten, wo noch der Kopf dran ist, bin ich ein bisschen vorsichtig, auch im Real Life. Ah. Wie das Blut ein bisschen plätschert, wenn man da reinläuft, wie so eine Pfütze. Halte, um zur Seite zu lehnen. Ja. Wetten? Wetten, gleich passiert was. Wetten, gleich kommt da richtig angesprintet, der dort. Gott, der atmet schon so. Was ist denn da auf dem Monitor los? Warum du. Alter! Naja, was soll's? Es geht nicht anders. Wir müssen uns jetzt hier einfach mal. Der bewegt sich irgendwie ein bisschen, wa? Boah, Alter. Mach keinen Scheiß, Junge. Ha! Alter Schwede. Ah. Alter, ich bin gerade extrem. Kriege ich von der Seite jetzt vielleicht die Tür auf? Auch nicht. Fuck. Und Thumbnail. Ich mach's, wenn man noch keine. Oh Gott. Kann ich vielleicht nicht noch speichern? Oder irgendwas in der Art? Was sind das für Typen? Ich kann doch da jetzt schlecht vorbei oder reinlaufen. Das geht doch nicht. Was ist mit dem da hier los? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich das wirklich reinlaufen? Nee, oder? Das ist doch bescheuert. Ich kann doch da jetzt einfach nicht so reinspazieren und sagen, hey Jungs, was geht? Alles fit? Oder soll ich da vorbeischleichen? Kann ich mich da vorbeischleichen? Nee.